Mit der Zeit wird immer deutlicher, dass der synodale Weg eine absolute Trennlinie gewesen ist. Die Bischöfe, die sich darauf eingelassen haben, haben wirklich einen Rubikon überschritten und sie haben sich entschieden, eine häretische, schismatische deutsche Nationalkirche zu errichten. Sie entwickeln ihre eigene Religion, ihre eigene Moral, ihre eigenen Strukturen und die ganzen Bekräftigungen, dass sie sich nicht trennen wollen von der Weltkirche, vom Vatikan, vom Rom etc., stimmen einfach nicht, denn das, was sie tun, das, was sie sagen, spricht etwas ganz anderes aus. Und zwar, dass sie innerlich mit der katholischen Kirche, mit dem katholischen Glauben gebrochen haben. Egal, was Bischof Betzinger und die anderen linkskatholischen Bischöfe von sich sagen, man darf ihnen das nicht mehr abnehmen, das geht gar nicht. Konkret geht es jetzt um eine Aussage von Ludwig Schepers, das ist ein Weihbischof, ich glaube, aus Münster. Er ist auch gleichzeitig Queer-Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz. Das heißt, er spricht nicht als Einzelperson oder als Privatperson, oder gar als Weihbischof. Nein, er spricht immerhin als ein Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz. Und was er sagt, zeigt ganz eindeutig, diese Leute haben mit der katholischen Kirche gebrochen. Ich zitiere aus domradio.de. Und zwar, die katholische Sexualmoral muss nach Ansicht des Queer-Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz Ludger Schepers dringend geändert werden. Sie sehen, dass der Queer-Beauftragte nichts anderes ist als ein Gender-Propagandist bzw. ein Vertreter der Grünen innerhalb der Bischofskonferenz. Was hat dieser Herr konkret gesagt? Zitat, queeren Menschen das Menschsein abzusprechen. Menschsein abzusprechen. Also ich meine, das ist wirklich, das Maximale, was man der Kirche vorwerfen kann, geht meines Erachtens gar nicht. Aha. Die kirchliche Lehre geht aber nach wie vor davon aus, dass es nur Mann und nur Frauen gibt, sagte der Essener Weihbischof im Interview der Rheinischen Post am Mittwoch. Und analysieren wir das ein bisschen. Das heißt, er sagt nicht nur, dass man die ganze Sexualmoral ändern muss, weil sie offensichtlich falsch ist. Ja. Man muss auch das ganze Menschenbild, das heißt die gesamte katholische Anthropologie ändern, ja, also es gibt eben nicht nur Mann und Frau, sondern es gibt eine riesige Vielfalt an Geschlechtsidentitäten etc. Und nicht nur das, außerdem noch wirft dieser Herr, dieser Weihbischof Schepers der Kirche vor, dass sie außerdem noch diesen Leuten das Menschsein abgesprochen hat. Das heißt, diese Leute sind in den Augen der Kirche gar keine Menschen mehr. Also sie sehen, wie grotesk das ist. Ja? Okay, wenn er so denkt, ja, dass die Kirche ja tatsächlich 2000 Jahre eine falsche Sexualmoral gepredigt hat, ja, 2000 Jahre eine völlig falsche Anthropologie hatte und außerdem noch dann diesen ganzen Menschen das Menschsein abgesprochen zu haben. Also was waren sie dann? Waren das Tiere oder Objekte oder was waren das dann, diese Leute? Ja, okay, dann müsste er konsequenter sagen, die katholische Kirche ist seit 2000 Jahren völlig falsch und deshalb sollte ich dann abhauen. Dann breche ich mit dieser Kirche, denn das ist, was er ja getan hat. Aber er tut das nicht, weil er möglichst viel noch der katholischen Kirche schaden möchte. Er möchte seine Revolution innerhalb der katholischen Kirche fortsetzen, zusammen mit seinen ganzen anderen linkskatholischen Kumpanen. Und dann, ich springe jetzt sehr stark, Schepers plädiert dafür, den Katechismus, der die Glaubensgrundsätze der Kirche beinhaltet, entsprechend anzugehen. Da können Sie sehen eigentlich, das ist reine Fantasie. Der sagt, okay, nee, ich finde das falsch, deshalb müssen alle Katholiken, das sind ungefähr 1,3 Milliarden Menschen zurzeit, müssen irgendwie jetzt einen Katechismus bekommen, weil ich, Ludwig Schepers, irgendwie meine, das ist alles falsch. Zitat, auf der einen Seite ist darin von irregulären Verhältnissen die Rede, ja, kann man ja auch im Evangelium lesen oder im Alten Testament, ja, ist ständig, gibt's ein Problem mit irregulären Partnerschaften, ja. Das sagt er, das ist alles diskriminierend. Andererseits heißt es, dass die Menschen nicht diskriminiert werden sollen. Das wäre doch schon ein erster Schritt, wenn sich die Leute wenigstens daran halten würden, Menschen nicht zu diskriminieren. So der Bischof. Also Sie sehen, das ist ein weiterer Beweis, dass diese Bischofskonferenz eben nicht mehr katholisch ist. Ganz einfach. Sie vertreten nicht mehr das Katholische. Ja, in die Schlagzeilen kommen sie bestensfalls noch als Echokammer, als ziemlich lahme Echokammer der die Ampelregierung im Grunde genommen, also das, was Sie sagen, ist überhaupt nicht unterschiedlich von dem, was die Ampelregierung sagt, abgesehen vielleicht noch vom Thema Lebensrecht. Da versuchen Sie noch so ein bisschen katholisch sich zu zeigen. Alles andere ist im Wesentlichen ein Abklatsch von
der Ampelkoalition. Und ich werde hier ein weiteres Beispiel zeigen, wo offensichtlich, wie das Ganze zusammenbricht bei diesen ganzen synodalen Bischöfen. Und damit meine ich jetzt den neuen Erzbischof von Paderborn, und zwar Erzbischof Udo Markus. Er hat die Bedingungen für die Lehrer des Religionsunterrichts verändert und es ist völlig egal, wie sie nun leben. Ich zitiere aus katholisch.de: Für das Erzbistum Paderborn hat der neue Erzbischof Udo Markus Benz die reformierte kirchliche Unterrichtserlaubnis für Religionslehrer in Kraft gesetzt. Das heißt, normalerweise gibt es gewisse Bedingungen, unter welchen eine Person Religionslehrer sein kann, katholischer Religionslehrer. Und das hat er eben völlig verwässert und liberalisiert, und zwar in welcher Art und Weise. Fragen der persönlichen Lebensführung seien nun kein Kriterium mehr für die Erteilung der sogenannten Missio Canonica, das ist sozusagen die Erlaubnis, Religionslehrer zu sein, erklärte Benz am Dienstag. Zitat: Dazu gehören die geschlechtliche Identität und die sexuelle Orientierung, wie auch der erfüllte oder nicht gegebene Status der kirchenrechtlich gültigen Ehe. Und damit im Grunde genommen folgt er auch dem synodalen Weg. Denn der synodale Weg hat auch gesagt, dass die ganzen Dinge im Grunde genommen egal sind. Sie seien alle irrelevant und wie Leute leben, und alternative Partnerschaften und dafür soll es auch Segensfeiern geben und so weiter. Okay, und das setzt er jetzt einfach auch in die Praxis. Das heißt, eine solche Person muss gar nicht mehr die katholische Moral vertreten und lehren im Religionsunterricht. Das heißt, er kann im Grunde genommen das erzählen, was er für richtig hält, also die ganze Gender-Geschichte. Also Sie sehen, welche Bedingungen da überhaupt erfüllt werden für Religionslehrer. Es ist offensichtlich, dass da keine katholische Religion mehr gelehrt werden soll unter diesen Umständen. Aber das Ganze ist wirklich deshalb so erstaunlich, dass auf dieser Seite wird unglaublich die katholische Religion zerstört. Aber in anderen Bereichen ist man unglaublich rigide, mit Sachen, die im Grunde genommen religionsfremd sind gewissermaßen. Ich meine natürlich die ganzen Tiraden der Bischofskonferenz gegen die AfD, Sie können sagen, wir mögen die AfD nicht, weil dies und jenes und so weiter. Aber zum Beispiel AfD-Leute dürfen überhaupt keine Ämter mehr haben und die sind ganz schrecklich und so weiter und so fort. Die haben ein extra Papier herausgegeben, um zu sagen, wie fürchterlich diese Partei ist, Aber hier ist das völlig egal, obwohl das ja offensichtlich antikatholisch ist, Also Sie sehen, die glauben, dass die Leute so dumm sind, dass sie einfach diese Widersprüchlichkeit nicht erkennen einfach, Und das ist einfach, die Leute sehen, das ist total widersprüchlich. Das heißt, von den anderen verlangen sie im Grunde genommen etwas, was ja gar nicht unbedingt katholisch ist, Also die ganze Geschichte mit der AfD. Und hier ist es völlig egal, ob man katholisch oder nicht katholisch lebt. Und dasselbe zum Beispiel jetzt mit einem Papier gegen die neue Migrationspolitik der CDU in den neuen Grundsätzen, das heißt, sie wollen abschieben, sie wollen viel schärfer kontrollieren an den Grenzen etc., Drittstaatenlösungen und diese ganzen Sachen. Und da hat dann der Erzbischof Hese, er ist sozusagen so, dass sie der Beauftragte für solche Fragen innerhalb der Bischofskonferenz, gesagt: Nee, das geht überhaupt nicht, das entspricht überhaupt nicht dem christlichen Menschenbild, was da die CDU macht. Das heißt, die CDU ist auch nicht mehr richtig christlich für diese Bischofskonferenz. Sie sehen eigentlich, wie politisch dieser Laden geworden ist. Das heißt, sie sind nur noch in der Lage, im politischen Thema so hart zu sein, aber in dem, was sie eigentlich machen müssten, in der Religion, in der Moral und so weiter, da ist es völlig egal, beziehungsweise sie entwickeln eine völlig neue Religion und eine völlig neue Moral. Deshalb, ich habe von Anfang an gesagt, dieser Kanal ist ja praktisch entstanden, sozusagen als ein Protestkanal gegen den synodalen Weg. Und ich habe von Anfang an gesagt, dieser synodale Weg ist schismatisch und ist heretisch. Und das hat sich immer wieder bestätigt. Nun gab es einige Leute, die haben gesagt, und ich finde das korrekt, ich respektiere das, die haben gesagt: Okay, aber nach den letzten Gesprächen zwischen den deutschen synodalen Bischöfen, also Betzing, Overbeck und so weiter mit dem Vatikan, da wird sich das alles wieder einhegen, das wird das alles normalisiert werden und so weiter. Aber Sie sehen, mit solchen Stellungnahmen, es ist doch völlig unglaubwürdig. Und es ist deshalb unglaubwürdig, weil es ist immer klarer, dass diese Menschen innerlich, im Herzen mit der katholischen Kirche gebrochen haben. Die Deutsche Bischofskonferenz mit diesen Personen kann nicht mehr das Katholische in Deutschland vertreten, beziehungsweise es tut es nicht mehr. Wie gesagt, es ist im Grunde genommen
bestenfalls eine Echokammer für die Ampelregierung und schlimmsten Fall ein Organ zur Zerstörung des katholischen Glaubens in Deutschland. Das ist nicht anders als das. Ja? Und diese Leute, egal wie oft sie mit dem Vatikan sprechen, egal welche Sachen sie sagen, dass sie sagen, ja, natürlich werden wir brav sein und dem Vatikan folgen und so weiter. Diese Leute wollen das nicht, weil sie gar nicht mehr eigentlich dazu stehen. Sie wollen etwas völlig anderes. Ja? Es muss uns völlig klar sein, dass viele Bistümer in Deutschland von Bischöfen, ja, geleitet werden, die mit der katholischen Kirche und mit dem katholischen Glauben gebrochen haben. Und es ist für uns eine Katastrophe, dass der Vatikan nicht einschreiten will und solche Leute absetzt, ja, und sagt, ja, wir müssen euch absetzen, weil ihr schlicht und ergreifend nicht mehr katholisch seid.